Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Wir spielen The Legend of Zelda Breath of the Wild weiter. Beim letzten Mal sind wir hier wieder nach oben gegangen zum Turm. Und wir haben Wegpunkte gesetzt. Und ich hoffe, dass ich die Wegpunkte einigermaßen richtig gesetzt habe. Es wäre zumindest... Also ich habe die Punkte markiert, die irgendwie... Ja, hervorgehoben, aussehen... Die nach Schreinen aussehen, die, es wird schon einigermaßen richtig sein. Ich gehe da jetzt einfach so nach und nach dahin und dann werde ich ja sehen, ob ich einigermaßen richtig lag oder eben auch nicht. Was mir jetzt in dem Moment schon mal extrem wieder auffällt und was auch von euch in den Kommentaren bemerkt wurde, ist die Tatsache, dass das Spiel zumindest gefühltermaßen ein bisschen gespart hat, was Hintergrundmusik und so weiter angeht. Ist alles sehr bedächtig, ist alles sehr, ja, minimalistisch. Ich habe jetzt extra deswegen auch für mich nochmal die Lautstärke hochgeschraubt, weil ich mir jetzt nicht sicher war, ob überhaupt was läuft, aber doch, es läuft etwas im Hintergrund. Okay, gut. Ja, ich würde sagen, wir sind einigermaßen... Hoppsala, nee, das war der falsche Knopf. Oh ja, das jetzt geht's los. Erstmal 2 Tage nicht gespielt und schon wieder die gesamte Steuerung, naja, nicht mehr im Kopf. Ist egal. Wir sind gut gerüstet. Denke ich mir jetzt einfach mal so. Wir rennen dann jetzt einfach direkt zum nächsten Wegpunkt hin. Wobei, wenn wir jetzt dann sowieso schon mal hier an der Außenmauer oder am Rand des vergessenen Plateaus sind, dann können wir doch eigentlich auch hier so ein bisschen entlang gehen, oder? Und mal gucken, ob hier noch irgendwelche Sachen versteckt sind. Das könnte ich mir nämlich auch ganz gut vorstellen, dass eventuell die ein oder andere Schatztruhe hier irgendwo herumliegt, herumsteht oder so. Ich meine, das sind wunderbare Punkte, wo man Gegenstände verstecken könnte. Eigentlich. Aber nun ja. Vor allem sind das auch wunderbare Punkte, um irgendwie den Löffel abzugeben. Wie gesagt, ich bin ja echt gespannt, wie wir dann später wieder... Wow! Hier wieder hochkommen. Huppiduppiduppidupp. Da ist ein Schmetterling. Da ist ein kleiner Schmetterling. Ja, ich habe 2 Tage nicht gespielt. Wir haben jetzt Montag. Das Spiel selber habe ich seit Freitag. Aufgenommen hatte ich am Samstag. Das ist schon... Es ist nicht bezeichnet, keine Ahnung. Gestern am Sonntag hatte ich irgendwie ein bisschen mehr zu tun und deswegen kam ich nicht so wirklich dazu. Ich hätte eigentlich gerne Zelda weitergespielt, ja, aber es hat sich nicht so richtig ergeben. Jetzt habe ich mir heute wieder ein bisschen Zeit freigeschaufelt, sodass ich das dann einfach mal tun kann. Es ist aber auch momentan... Ja, echt schwierig, in soziale Netzwerke und so weiter zu gucken, ohne über irgendwelche Screenshots zu Zelda zu stolpern. Ich meine, Nintendo legt ja mehr oder weniger Wert darauf, dass man die Screenshot-Funktion der Switch auch gerne rege benutzt, um dann, ja, Screenshots auf Twitter oder Facebook oder wo auch immer zu teilen. Ich glaube zumindest, dass es so funktioniert. Ich habe das bisher noch nicht gemacht. Negativer Beigeschmack bei der Sache ist dann einfach nur, dass Leute wie ich, die noch nicht so schrecklich weit sind, wie andere Leute, die schon 20 Stunden gespielt haben, dass man so auf die Art und Weise dann schon Sachen sieht, die man eigentlich noch gar nicht sehen wollte. Aber damit muss ich jetzt in dem Moment einfach mal leben. Antike Feder. Ja. Ich werd's verkraften. Ich halte mich aus meinem Stammforum mittlerweile auch aus dem Zelda-Thread raus, weil ich da gar nichts mehr lesen möchte. Was? Zum Geier? Warum bist du jetzt auf einmal aktiv? Ihr wart die ganze Zeit nicht aktiv. Kriege ich dich mit Pfeil und Bogen platt? Puff. Wow. Zumindest mache ich Schaden. Hi, hu, ha, warum... Warum brennt sie auf einmal? Was zum Geier? Das war jetzt der Laserstrahl von einem Kollegen, oder? Der dafür gesorgt hat. Eventuell. Puff. Ich mache leider erstaunlich wenig Schaden. Weshalb ich mir jetzt spontan die Frage stelle, ob es so gut ist, dass ich mich mit dem Kollegen hier anlege. Oder ob ich es lieber sein lassen sollte. Ich meine, ihr seht's.
Okay, Moment. So, erfassen? Kann ich den zufälligerweise... Nee, du bist kein... Also mag sein, dass du ein Metallkollege bist, aber ich kann dich nicht irgendwo hinwerfen oder so. So, was ist denn meine momentan stärkste Waffe? Das ist der Stachelbockstock. Dann denke ich mir jetzt einfach mal so, dass ich mal versuche... Ja... Au! Was zum Geier? Game over. Ja, ist klar. Okay. Ich sollte wohl nicht, wenn du wenige Herzen hast oder keine gute Rüstung trägst, solltest du Feinde besser nicht frontal angreifen. Aha. Wächter, nur starke Waffen können ihre Panzerung durchdringen. Aha. Ah, und ich starte direkt wieder hier. Das ist aber nett. Meine Pfeile sind trotzdem verbraucht. Okay. Ja, okay. Können wir vergessen. Hi-ha! Wow. Okay. Spannend. Super spannend. Leider eine Ecke zu hardcore für mich. Zumindest momentan. Schade. Ja, ich könnte jetzt eine halbe Stunde auf ihn einprügeln. Die Sache ist, ist das Ganze das wert? Wenn der Typ hier natürlich so draußen rumsteht, dann frage ich mich zu Recht, ob es so sinnvoll ist, dass ich mich hierher begeben habe. Oh ja. Denn irgendwie scheint das hier jetzt nicht richtig zu sein für mich. Kann das unter Umständen sein? Ich kann nicht tolle Gegenstände abgreifen. Aber so richtig. Antike Schraube. Den Wegpunkt habe ich mir da hinten markiert. Ach so, der ist da. Alles klar. Gut. Ich hab's gesehen. Was wir in jedem Fall auch gesehen haben, hinter dem Wächter, ich nenne sie jetzt einfach mal so, da liegen jede Menge Felsen. Ich werde früher oder später bestimmt... Ich werde früher oder später bestimmt Bomben finden, mit denen ich das freisprengen kann. Ah, warum geht der auch an? Warum geht ihr alle an hier? Nein, ich habe keine Lust auf euch. Ja, Baschiff-Schrein. Soll ich hier sein oder soll ich hier nicht sein? Das ist die sehr interessante Frage. Wir probieren es einfach mal aus. Was soll schon schief gehen? Im Wesentlichen kann ich ja nur sterben. Hahaha. Hi, Hopsasa. Das finde ich immer ein bisschen unlustig. So übermächtige Feinde, bei denen man momentan zumindest nichts machen kann. Aber früher oder später, ne? Da werde ich es denen noch so richtig zeigen. Ich bin jedenfalls relativ zuversichtlich. Schleichen. Im Regen sind Schritte schwieriger zu hören. Das perfekte Wetter, um sich am Monster anzuschleichen. Ergibt Sinn. Zutaten mit speziellen Effekten. Schade, dass die Ladesequenzen so kurz sind. Da kann man gar nicht richtig in den Hinweisen und Tipps schmökern. Aber gut, egal. Also mein Verdacht. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Yar Barshif. Im Namen der Göttin Hylia sollst du geprüft werden. Zerstörungskraft. Zerstörungskraft klingt gut. Klingt wie etwas, was ich gebrauchen kann. Bekomme ich das auch? Fragezeichen. Man weiß es nicht. Ich kann die nackten Felsen nicht emporklettern. Hätte man sich aber auch fast denken können. So, und euch hier... Bekomme ich hier was Cooles? Vielleicht? Erstmal meine Switch wieder aufladen. Das neueste Update ziehen. Shikas Stein erkannt. Datenübertragung beginnt. Ja. Tropf, Tropf. Gebe mir noch bitte etwas Brauchbares. Es wäre sehr nett und schön. Und? Ein weiteres Modul? Zwei Module? Bombenmodul. Löst aus der Entfernung Explosionen aus. Die Explosionen fügen Feinden Schaden zu und zerstören Objekte. Verwende je nach Bedarf für runde oder eckige Bomben. Es gibt runde oder eckige Bomben. Warum? Aber okay. Wo ist der Unterschied? Ja.
Schnellauswahl Module. So kannst du schnell das Modul wechseln. Okay. Gut. Bombenmodul, Bombenmodul, Magnetmodul. Runde Bomben. Aha. Mittels Gedankenkraft oder mittels Zauberei kann mein Schiekerstein einfach Bomben erschaffen, ja? Okay, das ist praktisch. Weil dann sind die Bomben quasi in unendlicher Anzahl vorhanden. Hoppla. Das sind sogar Zeitzünderbomben. Wenn ich L drücke, kann ich selber bestimmen, wann sie... Coole Sache. Ah, na gut, unendlich viele. Ich muss dann immer warten, bis sich das wieder aufgeladen hat. Und dann erst kann ich weitermachen. Ablegen. Und nochmal zünden. Das ist ja echt nice. Na? Reisezweihänder. Sehr beliebt bei Abenteurern aus ganz Hyrule. Mit dieser schweren Waffe kann man Monstern ihren Schild aus der Hand schlagen. Problem dürfte nur sein, dass sie dann selber kein Schild mehr tragen kann, ne? Wow. Sieht imposant aus. Mal eben genauso groß wie meine Wenigkeit. Aber ist schon. Und Link muss sich, glaube ich, ziemlich zusammenreißen, damit er das Ding nicht permanent hinter sich herschleift. Das ist schon... Das ist schon nett. Ja, ich glaube, das kann man durchaus so sagen. So. Und bitte? Ich warte eigentlich nur die ganze Zeit darauf, dass hinter... Der Stein hier sieht irgendwie komisch aus. Als ob man den verschieben könnte oder so. Wisst ihr, was ich meine? Aber na gut. Soll vielleicht nur so aussehen. Ich warte die ganze Zeit nur darauf, dass ich hinter irgendeinem Felsen, den ich zerstöre... Ah. Dass da irgendein Feind auftaucht oder so. Au. Gut. Damit hätte ich vielleicht auf eine gewisse Art und Weise rechnen können. Dass der Explosionsradius so groß ist. Aber was soll's. Ich habe aber keinen Schaden davon getragen. Nö. Keinen Schaden davon getragen. Ich vergesse es. Ich muss selber springen. Ups. Du. Heißt das, weil diese Gedanken, weil diese Bomben quasi meiner Gedankenkraft entspringen, verursachen die deshalb keinen Schaden bei mir? Oder was soll das bedeuten? Also dieser Schrein ist schon mal ein bisschen größer als der letzte. Was zum Geier. Also das hat wirklich was von Portal. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt? Aha. Sehr interessant. Lass mich raten. Ich soll da auch so eine Bombe reinlegen. Damit die dann darüber und im Endeffekt damit das passiert, was mir dort gezeigt wird. Liege ich damit auf eine gewisse Art und Weise richtig. Liegen hier unten aber noch irgendwelche Sachen rum. Ich möchte wenigstens ganz kurz gucken. Ah, schon mal einer gucken. Da ist zum Beispiel auch noch eine Truhe. Wo ich mich gerade frage, wie ich dort hinkomme. Vielleicht kann ich mich selber katapultieren. Das liegt ja eventuell auch im Bereich des Möglichen. Müssen wir nur einen ganz kurzen Moment warten. Genau, so und dann alle. Hopp. Hui! Wundervoll. Und ohne Schaden zu nehmen. Bernstein. Versteinertes Baumharz, das in Hyrule gefunden werden kann. Wird traditionell zu Schmuck verarbeitet. Ja, wer es halt braucht. So. Jetzt habe ich die Bombe schon gezückt. Aber wäre es nicht auch sinnig oder kann ich nicht auch werfen? Ja. Also so würde es auch funktionieren. Ich kann es doch einfach werfen und dann direkt zünden. Ich meine, so ist es vielleicht cooler und stylischer. Wenn ich das da so... das da so reinwerfe. Dachte ich. Flup. Hui. Boing. Ja, so in etwa hätte man das dann eventuell auch machen können und so. Es bleibt ja jedem selbst überlassen, ne? Wenn man das richtige Timing drauf hat, dann kann man es halt auch direkt anders machen. Ja, schön. Dann haben wir es auch schon geschafft. Das ist schon fast...
Weil man hat irgendwie das Gefühl, dass hinter diesen Mauern noch weitere Kammern oder so warten. Aber wir haben jetzt... Also mir ist zumindest keine brüchige Wand oder so aufgefallen, wo man vielleicht noch irgendwo die Bombe hätte legen können, um da dann weiter voranzuschreiten. Wird schon alles an Richtigkeit haben, denke ich mir mal. Hallöchen. Ehrwürdiger. Du hast meine Prüfung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Im Namen der Göttin Hylia verleihe ich dir ein Zeichen der Bewährung. Diese Altehrwürdigen, die sehen alle gleich aus, oder? Ich glaube, der sah jetzt zumindest sehr ähnlich aus zu dem anderen, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Zeichen der Bewährung. Ein Zeichen, das einem Helden für das Bestehen einer Herausforderung verliehen wird. Hiermit ist mein Dienst erfüllt. Möge die Göttin Hylia dir beistehen. Und da verflüchtigt er sich wieder. Und wir werden nach draußen teleportiert. Magnetmodul, wirbel metallene Gegenstände herum oder lass sie auf Monster fallen, um ordentlich Schaden anzurichten. Baumwipfel, wenn du bis zum Wipfel eines Baums kletterst, dann kannst du Dinge tun. Gut. So. Damit wäre jetzt auch die Frage geklärt, wie wir das hier öffnen können. Was ich mich jetzt nur frage. Ich habe jetzt die ganze Zeit die wundervollen runden Bomben getestet. Warum soll ich denn nicht mal die quadratisch-praktischen Bomben testen? Wäre doch auch eine Möglichkeit, oder? Und kann ich die dann nicht... Hui! Okay. Kann ich dir so Schaden verursachen? Wow. Ich kann Schaden verursachen, aber es ist nicht so krass, wie ich gehofft hatte. Ja. Na gut, ich muss direkt das Auge treffen, ne? Aber trotzdem. Boah, was zum Geier ist denn mit dir los, Kollege? So, komm her. Komm her, komm her, komm. Hey. Was ist los mit dir? Dein Bockstück zerbricht gleich. Ja. Ja, also richtig funktioniert das nicht. Ich hab's mir irgendwie cooler vorgestellt. Ich hatte jetzt wirklich gehofft, dass ich eine Maßnahme gegen die habe. Aber dem scheint irgendwie nicht so der Fall zu sein. Leider. Ja. Nee. Können wir vergessen. Werde ich jetzt nicht meine... Upsala. Werde ich jetzt nicht unbedingt meine Waffen für verdödeln. Ich hoffe, das versteht ihr. Das Einzige, was ich jetzt noch mache... Huhuhu. Ist mir ganz schnell diese antike Schraube schnappen. Huhuhu. Und mich dann ganz schnell hier verstecken. Und mich dann ganz schnell... irgendwohin zum Acker machen. Vom Acker machen. Theoretisch. Ich würde furchtbar gerne... Ja, Barschiffstrein? Nee. Ach so. Ich dachte, jetzt wäre mein komisches... Jetzt wäre das noch aktiv, was ich gesetzt hatte, aber es scheint überhaupt gar nicht aktiv zu sein. Meine Markierung. Nö, weil die Markierungen sind hier immer noch gesetzt. Okay, ja, gut, dann sollte ich die östlichen Tempelruinen vermutlich verlassen und mich dann hier so durchschlagen zu den anderen Markierungen. Wenn das mal keine gute und günstige Idee ist. Kann ich hier so auf die Art und Weise vielleicht mehr oder weniger behende entkommen? Ohne dass ich direkt... einen Laserstrahl in den Rücken bekomme? Huhuhu, hihi, hahahu. Okay, lassen wir das. Am besten nicht oben entlang klettern. Huhuhi, haha, huhuhi, ha. Sibu. Hört auf, mich anzuglotzen. Ganz ehrlich. Das macht mir Angst. Man fühlt sich schon ein bisschen hilflos. Aber nun gut. Oh ja, ist ja in Ordnung. Antike Schraube. Wie weit könnt ihr denn gucken, dass ihr mich dann immer noch orten könnt? Das ist ja nervtötend. Da oben scheint wieder ein Nest zu sein. Oh. Guck mal, da hinten sind Flederwichte. Und was zum Geier?
Wo kommt ihr denn her? Sind die jetzt einfach so aus dem Boden entlang? Das scheint fast so zu sein. Oh, du hast eine... Du hast eine krasse Waffe, Kollege. Interessant. Wenn man einmal feste drauf schlägt... Was? Die können sich... Okay. Der andere Typ hier hat jetzt einfach den anderen Kopf von dem und so weiter genommen. Ich bin verwirrt. Hallo. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Du suchst mich, ne? Guck mal, hier. Bam. Alles gut jetzt? Bockblindknochen. Ein unheimlicher Knochen, der sich auch abgetrennt noch weiter bewegt. Hoffentlich hält er zumindest in deiner Tasche still. So alt, dass es schnell kaputt geht. Die setzen sich ja... Setzt ihr euch immer wieder neu zusammen? Reiselanze. Hiermit halten sich reisende Wölfe vom Leib. Gut gewichtet und leicht zu verwenden. Deine Waffentasche ist voll. Ja, glaube ich nicht, dass sie voll ist. Dein Bockstück zerbricht gleich. Da kümmere ich mich doch gleich drum. Was zum Geier? Was ist denn mit dir los? Komm her, komm her, komm her. Bockblindknochen. Die Waffentasche ist voll. Das wäre eigentlich eine Waffe? Interessant. Wow, was ist denn jetzt los? Alle auf einmal oder was? Mein Bockstock ist zerbrochen. Ist mir egal. So, komm her. Bockblindknochen. Ich kann jetzt echt mit dieser sich noch bewegenden Hand zuschlagen? Grabbel, grabbel. Mit einer Grabschand. Ich kann mich mit einer Grabschand wehren. Das ist ja süß. Okay, ich würde vor allem gerne eigentlich. Was werfe ich denn jetzt weg? Die Holzfällaxt. Warum macht die nur 3 Schaden? Die sieht so imposant aus. Warum habe ich 2 Bockblindknochen? Okay. Geronimo. Bockblindknochen. Ich will lieber noch so eine Lanze mitnehmen. Einfach so, weil ich's kann. Schon wieder den falschen Knopf gedrückt. Das wird mir in diesem Spiel sehr häufig übrigens passieren, dass ich den falschen Knopf drücke. Es tut mir leid. Die Steuerung ist aber auch wirklich, ich will nicht sagen komplex, aber man kann hier halt so viele Dinge tun. Man wird zwar langsam und behutsam irgendwie rangeführt, aber lass dann mal wieder ein paar Tage dazwischen Pause sein oder so. Dann hat der Hering leider nun mal schlechte Karten. Das wirkt irgendwie so, als würde diese Hand da hinten ein kleines Bad nehmen. Das ist ja putzelig. Okay, interessant. Ja, Knochenheinis, die einfach so aus den Tiefen emporsteigen. Ich habe schon wieder den falschen Knopf gedrückt. Warum drücke ich immer L? Ganz einfach, weil ich denke, dass ich damit beschleunigen könnte, dass ich damit schnell laufen könnte, wie auch immer. Offenkundig ist mein Gedanke aber nicht richtig. Was ist das da hinten? Ist das ein Fledermausviech oder ist das so ein Lagerfeuer oder so, oder? Gibt es hier noch andere Menschen? Außer mir und dem alten Mann auf dem vergessenen, verlorenen Plateau? Nee, ach so, ja gut. Wer hätte es auch sonst sein sollen, ne? Natürlich keine anderen Menschen. Eher noch ein paar süße, kleine, schnucklige Bockblins. So, Bockschild, Bockblinhauer, Bockblinhorn. Das interessiert mich. Da kommen wir gleich zu. Habt ihr hier noch irgendwas? Nö. Irgendwas ins Feuer gelegt, was auch nur andeutungsweise interessant ist. Bockbogen. Nö. Habe ich allesamt... Habe ich nicht wirklich Lust drauf. Mal gucken, was passiert. Boing. Was zum Geier. Okay. Was soll man... Ich nehme mal stark an, man soll die Wespen hier eigentlich verscheuchen, oder? Damit man an den wertvollen und coolen Honig rankommt. Oh. Okay. Ja. Ist in Ordnung. Man kann euch mit dem Schild abwehren, das finde ich gut. Was ich weniger gut finde, ist die Tatsache, dass ich momentan keine Waffe ausgerüstet habe. Hilfe! So, wie kriege ich euch am besten platt? Eigentlich ja nicht mit sowas, ne? Ich probier's trotzdem mal. Doch, sie verkrümeln sich. Okay, wunderschön. Das ging ja einfach. So, lasst mich an den Honig ran. Ausdauerhonig. Honig direkt vom Bienenstock ist besonders nahrhaft. Wenn man ihn zur Verfeinerung von Gerichten verwendet, verleiht er ihnen den praktischen Effekt, die Ausdauer zu steigern. Okay.
Das klingt nett im ersten Moment. Ich verstehe es trotzdem noch nicht ganz. Materialien. Geht das auch nach unten hin dann noch weiter oder ist hier bald voll? Das wäre irgendwie doof. Wenn man ihn zur Verfeinerung von Gerichten verwendet, verleiht er ihnen im praktischen Effekt die Ausdauer zu steigen. Zur Verfeinerung von Gerichten. Ich sollte mal mehr kochen, habe ich so das Gefühl. Ich sollte generell mal kochen. Ich sollte lernen, wie man kocht. Das wäre sehr praktisch. Aber auch hier haben wir nur ein komisches Lagerfeuer, wo ich dann natürlich meine Gegenstände wieder daneben legen kann. Kann ich diese Kisten hier eigentlich kaputt machen? Vielleicht ja. Oh, ja, so kann ich sie bestimmt kaputt machen. Flup. Ja. Oh, da waren tatsächlich Sachen drin. Apfel. Apfel. Holzpfeil. Apfel. Apfel. Holzpfeil. Danke dafür. Pfeile gibt es doch bestimmt auch verschiedene, oder? Also richtig verschiedene. Ich meine jetzt nicht Feuerpfeil, Eispfeil. Ich meine jetzt mehr noch andere Abstufungen, was, andere Abstufungen, was die Stärke angeht. Was nicht irgendwie sowas wie Metallpfeil oder... Was bist du denn? Metallpfeil oder Elfenpfeil oder weiß der Geier, irgendwie was richtig Brauchbares halt. Wäre zumindest sehr cool. Wenn die jetzt aber sowieso so eine Art Tag- und Nachtwechsel, nicht nur so eine Art, wenn die jetzt sowieso so einen Tag- und Nachtwechsel eingebaut haben bei dem Spiel, ne? Dann frage ich mich zurecht, warum sie dann nicht so weiter auf den Trichter gekommen sind, dann noch so weitere Dinge einzubauen wie Link muss irgendwann schlafen oder Link muss irgendwann essen oder... Natürlich sind das immer so Gameplay-Mechanismen, die auch sehr nerven können. Aber ich hätte jetzt einfach mal Vertrauen in die Entwickler gehabt, dass die das auch einigermaßen gut hinbekämen. Spurtling! Dieser Pilz ist oft an schroffen und isolierten Orten wie Steilhängen oder Höhlendecken zu finden. Als Kochzutat erhöht er die Geschwindigkeit. Das ist doch bestimmt dann irgendwann nochmal relevant für Nebenquests oder so, oder? Irgendwelche Wettrennen oder so, die man dann gestalten darf. Da hinten ist wieder ein Lagerfeuer. Das dürfte dann ja bestimmt ein weiterer Bockblinhort sein. Dü, 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 dü. Nehmen wir das Ganze mal näher unter die Lupe. Beziehungsweise, was ist das denn? Das ist eine halbwegs normale Hütte. Ich wette aber auch dort leben nur Bockblins drin. Und was bist du hier? Ein Ausdauerling. Ein grüner Pilz, der oft in der Nähe von Bäumen wächst. Er speichert die Energie der Erde und füllt dadurch als Kochzutat die Ausdauer auf. Okay. Hallo? Schläft da der Alte? Hi. Warum bist du hier? Einfach mal wecken. Na, gut geschlafen? Es ist 3.40 Uhr, ja, steh mal endlich auf. Was ist denn? Ich war gerade erst eingeschlafen. Was machst du da? Natürlich schlafe ich. Was immer du willst, es muss bis zum Morgen warten. Wenn du Zeit totschlagen willst, setz dich doch vorn ans Lagerfeuer. Okay, danke. Kannst jetzt wieder schlafen gehen. Röstapfel, Ausdauerling. Ich beklaue jetzt irgendwie gerade den alten Mann, kann das sein? Chili! Isst man sie roh, sollte man sich auf Schmerzen einstellen. Als Kochzutat wärmt sie den Körper, sodass man sich auch an kalten Orten mollig warm fühlt. Cool. Du hast nichts dagegen, dass ich deine ganzen Sachen mopse, oder? Ich hoffe nicht. Nö, komm. Ach, was ist das denn? Man könnte im ersten Moment denken, dass es hier nach unten geht, aber naja. Untersuchen. Tagebuch des Alten. Das scheint das Tagebuch des Alten zu sein. Lesen. Auf diesem einsamen Plateau ist meine einzige Freude das Kochen. Heute ist es mir endlich gelungen, das ultimative Gericht zu kreieren. Ich nenne es den scharfen Grillteller. Diese Mahlzeit stellt nicht nur verlorene Kraft wieder her, sondern wärmt den Körper auch in größter Kälte von innen. Solange man sie vorher verzehrt, kann man auch ohne dieses ungemütliche Winterwams in die verschneiten Berge. Weiterlesen. Leider habe ich einen großen Fehler gemacht. Ich habe das Rezept nicht sofort aufgeschrieben. Zwei der Zutaten waren Wild und Chili, so viel weiß ich noch. Leider fällt mir der Rest nicht mehr ein. Es war aber weder Pilz, Pflanze noch Geflügel. Ich werde wirklich langsam alt. Weiterlesen. Wenn doch nur jemand käme, der mir auf die Sprünge helfen könnte.
Mir ist klar, dass auf diesem einsamen Plateau die Chancen auf ein zufälliges Treffen mit Hobbyköchen gering sind. Dabei würde ich für einen Hinweis zu den fehlenden Zutaten sogar mein winterwarmes hergeben. Aufhören. War sehr aufschlussreich, danke, Alter. Tschüssikowski. Haben wir hier etwa tatsächlich neben Fackel und Topfdeckel? Normalerweise hält dieser Deckel die Hitze im Topf, aber dank des dicken Holzes dient er auch als Schild. Auf Dauer solltest du dich aber nach robusteren Alternativen umsehen. Okay, ist ein sehr schwaches Schild. Wir haben hier tatsächlich wir haben eine Kochstelle gefunden. Okay, gut. Das gucken wir uns dann beim nächsten Mal an und dann versuchen wir mal ein ganz klein bisschen zu kochen. Eventuell wird dem Hering ja irgendetwas gar phänomenal kulinarisches gelingen, vielleicht aber auch nicht. Ich sag für den Moment aber erstmal wieder tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.